Okay, Kinas. Ich will mir hier unten was holen und habe jetzt natürlich ein paar Mops am Hintern. Deswegen kill ich die lieber gleich. So. Gut. So ärgern die mich eigentlich. So. Den da noch? So. Alles wieder ganz unvermittelt. Ich war mal wieder gierig. Ihr könnt hier draußen. Wunderbar. Hol ich doch mal meine Schlange raus. Heizackedei. Und jetzt kann ich endlich dieses Adamantit holen. So. Okay, meins. Und hoch. Hey, da ist ja noch eins. Ach nee, ein Teufelseisen. Ne, Teufelseisen. Obwohl, könnte ich noch gebrauchen. Schaue ich gerade mal nach, wie es ausschaut. Teufelseisenbombe. Ja gut, für ein paar Sachen brauche ich es noch. Ach, vielleicht sollte man nicht immer alles gleichzeitig machen. Ist ja schlimm hier. So. Ach, echt, ey. So, mal gucken, ob hier noch alles klar ist. Da ist noch irgendwas. Ach so, das Teufelseisen. Nee, das brauche ich jetzt nicht. Ach so, die Folge hat mal unorthodox angefangen. Jetzt schauen wir mal, was hier überhaupt los ist. Hier. Terrorklaue töten. Wer ist Terrorklaue? Ein Haustier? Ein Sumpfstrock. Okay. Ich muss nur mal schauen, wo der Typ ist. So. Jetzt. Ist ja nicht so wirklich hilfreich. Wahrscheinlich da drüben. Da sind auch irgendwelche Zermalmer. Dann probieren wir das doch mal da. So. Könnte natürlich auf dieser Insel sein. Da ist doch was Dickes. Dann kümmern wir uns zuerst um diese anderen Typen. So. Und dann kümmern wir uns um den Dicken. Naja, kommt drauf an, wie stark der ist. Vielleicht patschen wir den auch gleich. Ach ja. Das ist ja nicht der Rede wert. Da kann man ja mal so draufhauen. Okay, weg ist er. Ging doch mal flott. So. Dann kann die Schlange sich um den anderen hier kümmern, während ich gemütlich looten kann. So. Jetzt haben wir den erledigt. Erstmal in die Luft und dann weiter gucken. Das ist mir zu riskant hier. Marschenfangschlitzer soll ich noch töten. Und da unten habe ich eine Quest zum Abgeben. Dann mache ich das doch zuerst. Ich gebe dann die Quest ab und schaue derweil noch, wo sich diese Viecher rumtreiben. So. Quest markiert. Da ist schon das Gebiet, wo ich hin muss. Das ist ein kleiner Frosch. Aber das kennen wir ja schon, dass meistens nicht so interessante Tiere hier rumgammeln. Und dass die Interessanten meistens als Zweiter oder Dritter dabei sind. So, das Fragezeichen ist hier drüben. Wer seid ihr denn? Nee, verhungernde Sumpflords. Ich brauche ja diese Marschenschlitzer. Jetzt gebe ich aber zunächst bei der Milady hier was ab. Ich hoffe doch, dass es eine Lady ist. Ja, die Behüterin. So. Ah, die Pilze, ja. Die möchte ich auch gar nicht so lange in der Tasche haben. Die fangen nämlich an zu gammeln. Eine Talie. Jo, die ist doch ganz nett. Kann ich mit leben. Dann hätte ich doch gerne diese Talie. Dankeschön. Und weiter geht's. Jetzt gehe ich mal auf die Jagd nach diesen Schlitzern. Das hier sind Fungusgiganten und Sumpflords. Gegen die haben wir ja letztens schon gekämpft. Jetzt sind wir am Quackkamm. Und suchen andere Gegner.
Hier könnten wir sie finden. Da, Marschenfangschlitzer. Da sind sie doch, die lieben kleinen Süßen und drauf. So, die sind ja nicht so hoch. Das ist ja alles nicht so schwierig hier. Bist du auch einer? Nee, das ist ein Sporensegler. Das Problem hatten wir ja letztens schon. Da habe ich doch immer die Sporensegler gesucht und die Schlitzer gefunden. Und jetzt ist umgekehrt. Jetzt fliegen überall Segler rum und ich brauche die Schlitzer. Ja, so ist im Leben, ne? So. Alright. 12 Stück. Kann ich noch irgendwas anderes Interessantes einsammeln? Vielleicht Glühkappen oder so? Da bekommt man ja hier noch Ruf für. Oh. Ein ziemlich hoher Blutelf ist da gerade vorbeigeflattert. Ich hoffe, der hat was anderes zu tun, als kleine Drähneis zu jagen. Ich will auch mal groß sein. Da hinten ist noch ein Gebiet. Vielleicht fliege ich einfach mal dahin. Oh, was hat die denn gesagt? Ach so, ich denke, wieso nennt die mich Schatzi? Aber so heißt ja ihr Tier. Da ist noch ein Gebiet. Probieren wir das doch mal aus. Da hinten habe ich ja nur 2 Schlitze erwischt. Vielleicht sind hier noch ein paar am Leben. Aber echt, wie verhext. Immer die, die man braucht, sind nicht da. Ich muss zuerst etwas anliefern. So. Das Ross immer noch Das könnte jetzt wieder eine Weile dauern. Da drüben ist Teufelseisen, da greifen wir doch gleich zu. Schöner wird's nicht mehr und grüner auch nicht. Ja, damit. So. Ui, das gibt sogar noch einen Skillpunkt. Wunderbar. Wäre jetzt auch schick, wenn es noch ein paar von diesen Wuselviechern gäbe. Wer ist das denn? Ein Fetter, ob der was Cooles droppt? Na, muss man ausprobieren, sonst erfährt man's nicht, ne? So, na komm hier, Kerlchen. Wow, der droppt was für eine Quest, sehr schön. Ui, provinzieller Insektenadel. Wo muss ich das hinbringen? Ach, zu Lisa, oh, wo ich gerade war. Na, die ist ja nicht so weit weg. Das schaffen wir dann noch. Ich hätte jetzt aber gerne noch ein paar von diesen Schlitzis. Siehst du, rentiert sich doch, dass man ab und zu mal so einen killt. Wunderbar. Ich dachte immer, die sind dazu da, dass man die für eine Quest killt. Aber es kann natürlich auch sein, dass das bedeutet, dass die einen Questgegenstand droppen oder droppen können. Muss ich mal drauf achten. So. Gleich haben wir die Hälfte. Und wenn hier keine mehr sind, kann ich ja in der Zwischenzeit zu der Lisa fliegen und all dieweil gibt es doch hier hoffentlich wieder neue Schlitzer. Kurzer Blick übers Land. Oh, das ist aber groß hier. Na, da sind doch noch ein paar. Die grase ich natürlich jetzt lieber ab, bevor die alle sind. Nimmt aber auch kein Ende hier mit den Viechern, ne? So, Attacke. Noch ein Drittel. Wie sieht's denn aus hier? Haben wir da noch was? Nee, Marschenfang. Da hinten ist einer. Den schnapp ich mir noch und dann fliege ich mal runter zu Madame. Die will bestimmt auch wieder, dass wir irgendwas hier killen. Habe ich doch alles schon durchschaut. So. Einmal auf den Protodrachen. Und losgedüst. Wenn ich hier zwischendrin so ein anderes Teil sehe, so wie jetzt, schlag ich natürlich zu. Den dann nehmen wir mit und den da drüben. Komm mal hierher, Schnucki. So. Geht doch.
Was droppt ihr eigentlich? Ich habe noch gar nicht aufgepasst. Ups, zu weit weg. Jetzt habe ich ihn. Nichts Tolles. Einen bräuchte ich noch. Wenn ich den jetzt finde, muss ich nicht mehr hierher zurück. Also nicht für diese Quest, wahrscheinlich für eine andere. Da ist der olle Graf. Naja, ich fliege jetzt mal runter. Und danach sehen wir weiter, ob hier noch mein letzter Schlitzer ist. Die sehen auch immer so toll aus, diese Feenschreiter. Hier überhaupt richtig? Oh, falsche Richtung. Nee, da ist mein letzter Schlitzer. Deswegen ist das gar nicht schlimm, dass ich ein bisschen im Kreis geflogen bin. Dafür habe ich den ja jetzt noch getroffen. So. Jetzt aber nichts wie ab zu Madame und hören, was sie von uns möchte. Ach ja. Wie sieht es denn map-technisch aus? Wow, da oben habe ich 4 Fragezeichen. Da habe ich noch was. Ach, dieser Typ, den ich nie treffe. Okay, ich kann es noch einmal versuchen. Und wenn ich ihn dann nicht treffe, dann habe ich halt Pech gehabt. Da unten ist Lisa, bei der war ich ja gerade schon. Also gebe ich da jetzt mal ab. Vielleicht hat sie ja keine Quest mehr für mich. Oh, ja, jetzt habe ich ihr das gegeben. Okay, ihr ist harmlos. Das war's schon. Keine neue Quest für mich. Jetzt bin ich aber enttäuscht, Lisa. Da. Keine Quest von der Lisa. Gut, dann nicht. Gehen wir wieder nach Hause. Nee, Quatsch. So. Husch. Oh, falscher Knopf. So. Dann würde ich sagen, mal ganz spontan Richtung Zuflucht. Oder ich versuche das nochmal. Oder ich gehe dahin. Ach nee, das ist alles so weit weg. Jetzt geht's erstmal zur Zuflucht. Und dann schaue ich mal, was abgeht. Ob ich ein Level abbekomme, ist fraglich. Es sind noch über 5 Bällchen. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Zur Not machen wir nächstens wieder eine Instanz und dann geht das ja ganz flott mit den Pünktchen. So, da sieht man wieder die Zacken von Schergrat. Richtig schön am Horizont. Die sehen schon böse aus, ne? Zum Glück pieken die eigentlich auf. Aber ich glaube, irgendwo in Schergrat sind so aufgespießte Drachen. Das sieht dann nicht so lecker aus. Aber, naja. Ich weiß auch nicht, warum diese Piekse-Dinger da sind. Wie die entstanden sind. Müsste ich mich mal einlesen. Hier unten ist die Zuflucht. Da kann ich ganz viele Quests abgeben. Und hoffentlich auch schicke Belohnungen erhalten. So. Numero uno ist da unten. Hallo, Quest-Gibi, da drin. So, komm mal her. Puluu. Wow, 3 Quests habe ich bei dem. Einer. Zwei. Oh, was zum Aussuchen? Dolchschwert, Axt. 6 irgendwas, 6, 4, das da. Okay. Und das da noch. Na, so viele Punkte gibt es ja echt nicht mehr. Lederfüßchen. Mit Sockel. Oh, hier gibt es lauter Sockelsachen. Cool. Ja, ausgerechnet. Nee. Oh, mit Int muss das denn sein. Ihr seid so gemein. Ha! Oh, hab ich noch miese Schultern an. Oh, weia. Könnte ich ja fast dir nehmen, nicht Spaß. Habe ich nicht gerade irgendwas Tolles bekommen, was ich benutzen könnte? Die da sind gut. Wo ist denn das Neue? Ah, dieser Gürtel. Müsste ich gleich mal anziehen. Beziehungsweise ich guck mal. Da, 87 von 91. Und wenn ich das anziehe? Ändert sich nichts. Ist ja ein Ding. Schade. Ich dachte, da ändert sich hier so ein bisschen was. So viel höher ist es wohl denn doch nicht. Na gut. Hallo, Fremder.
Will ich bei dir was verkaufen? Nee, ich hab noch Platz. Hat der was Schickes? Weiß ich gar nicht mehr, ob ich mir hier schon was Schickes bei dem gekauft habe. Jetzt hat er mal nichts Schickes für mich. Okay. Dann gebe ich bei dem hier mal ab. Bei Ikuti. Oh, da ist auch noch eine Quest. Ach, schon wieder eine Belohnung. Ist ja schlimm hier. Ja. Das ist so gemischt, würde ich sagen. Ich nehme den mal mit und schaue es mir an, was ich lieber nehmen möchte. So, diese Quest kann ich auch noch mit annehmen. Was muss ich denn für den da tun? Natürliche Rüstung? Ah, irgendwas mit Fanclown. Irgendwas möchte der Gute von mir haben. Habe ich jetzt alles abgegeben? Okay, da, Fanclown-Ball. Wo gibt's die denn? Muss ich mal nachschauen, ob das in der Instanz ist? Fanclown-Balk hier. Nee, sieht nicht so aus. Könnte sein, dass ich da irgendwie in den Echsenkessel, den Echsenkessel rein muss. Könnten wir mal anvisieren. Juhu! So, und zwar mitten rein. Da vorne. Ich visiere die Quest noch an. Da. Da muss ich wohl wirklich da unten rein, wo diese Dungeons sind. Und da was für den Guten besorgen. Machen wir doch jetzt. Ist bestimmt spannend da unten drin. Und Geiersturzflug. Hui. Wo ist denn das Loch? Hilfe. Ah, ich muss gar nicht ins Loch. Da sind die. Okay. Ein bisschen runter. Jetzt habe ich ihn. Cool. Die sind ja putzig. Ob man die zähmen kann? Wow. Bei den Kurenai hat es um 500 verbessert. Das ist ja stolz. So. Okay, nächster. Beim nächsten kann ich ja mal gucken, was der kann. Wenn, dann sind die bestimmt exotisch. So. Hier. Dann zeige ich mal her. Na komm. Nicht zähmbar. Oh, schade. Hätte bestimmt auch schick ausgesehen. Hätte sich gut gemacht, so ein kleines, süßes, dreiköpfiges Hydra-Teilchen. Na gut, dann nicht. Ach, bin schon wieder vorbeigerutscht. Ich bin zu schnell. Ausnahmsweise. Jetzt. Guck mal, wie böse das aussieht. So. Einen könnte ich noch machen. Mache ich jetzt auch. Den da. Dann haben wir die Hälfte. Wenn ich mich nicht verzählt habe. Falls der einen droppt. Die anderen haben ja alle gedroppt. Wollen wir mal hoffen, dass der es auch tut. So, super. Die Hälfte haben wir. Okay, einer geht noch. Oder zwei oder drei. Ich könnte ja auch meinen Unterwasserhelm anziehen, aber da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Der ruiniert mir dann immer so die Frisur. Und so lange bin ich ja jetzt auch nicht unter Wasser. Man könnte natürlich noch ein bisschen was trinken, also so einen Mana-Trank trinken. Also Quatsch, kein Mana-Trank, so ein Wasseratmungstrank. Ist ja kein Mana-Trank, ist halt ein Zaubertrank. Genau wie ein Mana-Trank. Jetzt hab ich's. Ach ja. Nee, habe ich schon lange nicht mehr angehabt. Jetzt wird's mal langsam Zeit, etwas Luft zu schnappen. Also, kurz Luft holen und dann schnapp ich mir noch diese beiden da. Heieiei. Okay, die beiden noch. Den hier. Bisschen dichter dran. Man täuscht sich manchmal mit der Reichweite. Und da hinten noch einen.
Ja, komm schön mit. Den da noch. Na, komm hier. Gut. Jetzt haben wir sie ja beide. Gut. Dann will ich mal hoffen, dass beide droppen. So. Oh, einer lebt noch. Na? Hey, wieder hat nicht gedroppt. Doch. Was jetzt? Nö. Frechheit. Dann wollen wir mal hoffen, dass der hier droppt. Zacki Puh. So. Okay. Komm. Och nein, ich habe doch nicht ewig Zeit, Jungs. Obwohl, wenn die nicht mehr rot sind, hat's doch geklappt. So, erstmal an die Luft. Uah. Noch nicht bereit. Hui. Ein bisschen Luft schnappen und dann geht's weiter.